Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, verehrte Gäste, heute ist ein geschichtsträchtiger Tag und ich bin dem Berliner Landesverband Ellen auch sehr dankbar, dass wir nicht mitmachen, den 9. November auf nur ein Jubiläum zu reduzieren, dass wir der Vielfalt gedenken und dass wir auch in diesem Jubiläumsjahr ganz klar an den 9. November 1938 erinnern. Es gab schon vor diesem Datum schreckliche Gewalt gegenüber Jüdinnen und Juden in Deutschland. Aber der 9. November 1938 war eine neue Stufe der entfesselten Gewalt. Jüdinnen und Juden wurden schikaniert, ihre Wohnungen geplündert. Circa 400 Menschen wurden getötet in dieser Nacht. Über 1.500 Synagogen in Brand gesteckt. Und das Erschreckendste ist, die Mehrheit schaute zu, nur wenige leisteten Widerstand. Polizistinnen stellten sich nicht dem Mob entgegen. Sie sorgten lediglich dafür, dass die Wohnungen zwar zerstört, aber nicht geplündert werden. Man wollte das Hab und Gut sozusagen retten für die staatliche Beschlagnahmung. Und die Feuerwehr, anstatt sich den flammenlegenden Mob entgegenzustellen, schützte lediglich die angrenzenden Gebäude und half eben nicht beim Löschen der Synagogen. Und deswegen wird der 9. November für uns immer ein Tag sein, wo wir zentral daran erinnern, wie wichtig es ist, wachsam zu bleiben gegen Antisemitismus und Faschismus. In der medialen Aufmerksamkeit steht der 9. November dieses Jahr nun ganz im Zeichen von 25 Jahre Mauerfall. Auch für uns als Linke ist das natürlich ein Anlass, um an diesen Tag all jenen zu danken, die den Fall der Mauer mit erstritten haben, indem sie auf die Straße gingen, ohne genau zu wissen, was sie erwartet. Ich finde jedoch auch, dass wir auch jenen danken sollten, die in verantwortungsvollen Positionen damals waren und dafür Sorge trugen, dass man in Leipzig, Dresden, Berlin eben nicht die chinesische Lösung wählte, nicht den Weg, der in Peking ging. Und deswegen war es mir wichtig, als letzte Woche bei Maybrit Illmer immer wieder an die historischen Verdienste von Helmut Kohl erinnert wurde, dann zu sagen, ich finde, wenn wir schon anfangen, die Namen einzelner Männer zu nennen, dann sollten wir an dieser Stelle auch jenen danken, Menschen wie Hans Motrow. Ja, liebe Genossen und Genossen, ich will heute nicht nur über die historischen Daten reden, sondern es gibt natürlich auch viele aktuelle politische Debatten, die uns umtreiben. Und eine, die auch von unglaublicher Schwere ist, ist natürlich die Auseinandersetzung, wie geeignete Reaktionen aussehen auf die grauenhafte Barbarei der Terrormilizen, die sich selber Islamischer Staat nennen. Angesichts der erschreckenden Bilder ist auch unter uns eine Debatte ausgebrochen, wie eine richtige Reaktion aussieht. Und ich finde, wenn wir diese Debatte gestalten, und bisher ist es uns in weiten Teilen gelungen, als ein gemeinsames Ringen, dann ist es eine Debatte, die wir stellvertretend für die Gesellschaft führen, und dieses gemeinsame Ringen kann uns auch auszeichnen. Ich möchte in diesem Ring nun sehr klar für meine Position eintreten, nämlich, dass wir auch in dieser schwierigen Situation sehr klar als antimilitaristische Partei auftreten. Und ich möchte das begründen. So verständlich der Wunsch ist, der uns, glaube ich, alle eilt, man muss doch jetzt was tun. So erschreckend ist wahrscheinlich auch die Erkenntnis, dass es gegen Dschihadisten, gegen Terrormilizen wie den IS keine schnelle militärische Lösung gibt. Diese Terrormilizen bedient sich einer üblen Propaganda. Und diese Propaganda basiert auch darauf, dass sie in einer Gewaltspirale, die sie selber permanent mit anfüttern, sich darstellen können als der vermeintlich Schwächere, vor denen es schon als ein Erfolg gilt, wenn er gegen den übermächtigen Westen sozusagen von dem nicht besiegt werden kann. Und ja, üble Terrormilizen wie der IS
basiert, ihre Propaganda basiert eben auch auf dem Feindbild der westlichen Besatzer. Und deswegen ist das Denken in militärischen Interventionen in dieser schwierigen Situation etwas, was vermeintlich in der ersten Situation vor Ort zu einer Entlastung führen kann, am Ende aber wahrscheinlich Terrormilizen nur weitere Rekrutierungserfolge verursachen wird. Und ein zweiter Grund, der mir sehr wichtig ist, mich hat das sehr berührt, als selbst im Tagesspiegel ein Kommentator schrieb, gebe die Linke ihre stoische, antimilitärische Haltung auf, dann wäre sie als gesellschaftliche Strömung erledigt. Eine wichtige gesellschaftliche Funktion bliebe unbesetzt. Es gibt in dieser Gesellschaft viele Falken. Die Rüstungslobby, die daran verdienen will, Politikerinnen von Gauck bis von der Leyen, die ein großes Interesse daran haben, dass Deutschland sich wieder militarisiert. Und wenn der Antimilitarismus womöglich am Ende heimatlos wäre, dann wären in letzter Konsequenz diese Falken gestärkt und unsere Gesellschaft würde infolgedessen kriegerischer. Deswegen werbe ich in dieser Situation, wo ich weiß, es ist nicht einfach, da eine richtige Antwort zu finden, dafür, dass wir als Linke klar sagen, wir sind die Friedenspartei und wir machen uns auch in dieser schwierigen Situation stark dafür, dass alle nicht militärischen Maßnahmen ohne Umschweife in die Wege geleitet werden, aber eben unsere Hauptaufgabe besteht darin, sich darauf zu konzentrieren, die nicht-militärischen Aufgaben einzufordern. Dazu gibt es viele, ich will hier nur eins nennen aus aktuellem Anlass. Ich glaube, was längst offensichtlich ist, das PKK-Verbot hat sozusagen gehört, einfach entsorgt. Es ist vollkommen aus der Zeit gefallen. Es ist nicht mehr angemessen. Und wie absurd das Agieren der Herrschenden ist, wird doch im Folgenden deutlich. Eine Abgeordnete unserer Fraktion, Nicole Golke, hält 15 Sekunden lang eine PKK-Fahne hoch. Jetzt ermittelt der Staatsanwalt gegen sie. Der CDU-Vorsitzende Kauder denkt bei Spiegel Online laut darüber nach, dass man womöglich auch Waffen zu den dort Kämpfenden nach Kobane schicken muss, wo wir wissen, dass sie eine Nähe zur PKK haben. Also wenn man jetzt die eigenen Grundlagen der Regierung zugrunde legt, müsste eigentlich der Staatsanwalt auch gegen Volker Kauder ermitteln, weil er angeblich eine terroristische Organisation ist. Das ist nicht meine Auffassung, aber man muss sie ja mal bei ihren Worten nehmen. Deswegen das Gebot der Stunde, schaffen wir das PKK-Verbot ab. Ja, kommen wir zur Innenpolitik. Die Methode der Bundesregierung, vor allen Dingen von Frau Merkel, ist natürlich einlullen. Bernd und ich haben vor einiger Zeit ein gemeinsames Papier herausgebracht zum Thema Parteientwicklung. Und dieses Papier ist vom Folgenden getragen. Wir meinen, Wahlerfolge sind unglaublich wichtig und wir stürzen uns mit aller Energie in jeden Wahlkampf. Aber eine demokratisch-sozialistische Partei ist natürlich sehr, sehr viel mehr als ein Wahlverein. Es gilt sozusagen natürlich deswegen, nicht den Zeitgeist hinterherzulaufen, sondern unsere Aufgabe ist es immer, den Zeitgeist zu prägen, zu beeinflussen in eine progressive, linke, ja, demokratisch-sozialistische Richtung. Wir knüpfen bei diesem Papier an Überlegungen von Gramsci und Luxemburg zur Hegemonie. Und ein Punkt, der uns auch sehr wichtig ist, ist der Gedanke der verbindenden Partei. Was meint das, verbindende Partei? Das meint zum einen, die Strömungsvielfalt wirklich als Reichtum zu begreifen und auch zu erkennen, dass die Vielfalt unserer Position auch ein Spiegel dessen ist, wie vielfältig unsere Wählerschichten sind. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Andere Parteien haben es da einfacher. Wenn man sich deren Wähler einordnen müssen auf einem Rechts-Links-Schemata, gibt es immer, sag ich mal, einen Höhepunkt, eine Ansammlung. Bei den linken Wählerinnen sind deutlich vielfältiger, da gibt es genau zwei Höhepunkte. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, uns nur auf eine Richtung zu fokussieren, verlieren wir einen großen Teil. Und das wäre falsch. Deswegen sagen wir müssen das Verbindende in den Mittelpunkt stellen. Konkret haben wir zwei größere Projekte in Angriff genommen. Das eine ist ein Zukunftskongress. Der wird vom 23. bis 26. April hier in Berlin stattfinden. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Bundestagsfraktion und die Partei machen natürlich getrennt, aber im selben Zeitraum verschiedenste Veranstaltungen. Und nun hat es um diesen Kongress auch schon viele Ängste und Sorgen gegeben, was das alles sein soll, ob es sozusagen ein Einschwörkongress sein soll, ob jetzt das Programm aufgekündigt wird.
Nein, ich glaube, das ist alles nicht der Fall. Ich glaube, auch wenn wir über die Zukunft der Gesellschaft und über die Zukunft der Linken reden, da braucht man nicht so viel Angst haben. Fehlt einfach als Lockerungsübung. Tom Strohschneider hat einen großartigen Artikel geschrieben für Prager Frühling, wo er über die Zukunft der Demokratie im Jahr 2033 nachdenkt. Das macht einfach Lust, über gesellschaftliche Veränderung nachzudenken. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir immer zwei Sachen verbinden. Eine nüchterne, schonungslose Analyse der bestehenden Verhältnisse, das ist manchmal etwas, was ernüchternd sein kann, und darüber hinaus aber die Perspektive, wie eine andere Gesellschaft ausgehen kann. Ja, linke Politik braucht immer auch den utopischen Überschuss, das Gefühl, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und es gibt ja manchmal so ein bisschen eine Debatte, gab auch eine Debatte unter uns. Wir haben ja viele Abwehrkämpfe zu führen, weil irgendwie hat man das Gefühl, vieles wird auch schlechter. Ich halte es da persönlich mit Karl Marx, der am 18. Primär gesagt hat, die revolutionären Bewegungen der Vergangenheit haben immer vor allen Dingen die Kostüme der vergangenen Bewegungen angezogen. Die Arbeiterbewegung, ich würde ergänzen, die Arbeiterinnenbewegung auch, kann ihre Poesie nur aus der Zukunft ziehen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, ganz klar zu sagen, wenn wir heute über demokratischen Sozialismus reden, geht es uns nicht um ein Zurück, sondern um ein Vorwärts. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit in den kommenden Monaten, ja Jahren, wird die Kampagne sein, das muss drin sein. Prekarität in dieser Gesellschaft hat ganz unterschiedliche Gesichter. Das trifft den illegalisierten Migranten, das trifft den kreativen Soloselbstständigen, der am Laptop arbeitet, den Leiharbeiter und letztlich auch das Mitglied der Kernbelegschaft, weil das Gefühl, der arbeitet neben dir ein Leiharbeiter, der arbeitet zur Hälfte des Geldes, das wirkt natürlich extremst disziplinierend. Bourdieu hat das mal wie folgt geschrieben, das Gefühl, dass du sozusagen immer ausgeliefert bist einer Willkür, das wirkt extremst disziplinierend und deswegen, und das ist sozusagen das, was auch Prekarität ausmacht. Wir haben fünf Schwerpunkte innerhalb dieser Kampagne. Das eine ist Arbeit ohne Befristung und Leiharbeit. Wir wissen nicht nur, aber vor allen Dingen jüngere Generationen sind davon betroffen, dass Arbeitsverträge befristet sind. Es gibt geradezu ein Hangeln und Springen von kurzen Arbeitsverträgen zu Werkverträgen, zu Projekten und so weiter. Ich aber meine, Arbeitsverträge dürfen keine Quickies sein. Zweiter Schwerpunkt ist das Thema Arbeitszeitverkürzung. In dieser Gesellschaft sind ja die Tätigkeiten extremst ungerecht verteilt. Das betrifft sowohl die Verteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern, also allen Quotendebatten zum Trotz muss man sagen, ein Großteil der Care-Arbeit, der Sorgearbeit, der Familienarbeit wird immer noch von Frauen weggetragen. Aber in zweiten Dimension natürlich auch ist die Arbeit extrem ungerecht verteilt zwischen denjenigen, die einen Job haben. Die sind in der Regel gestresst, müssen Überstunden in Kauf nehmen und auf der anderen Seite langzeiterwerbslos. Ich war neulich erst bei Verdi, die mir erzählt haben, wie sehr sie das Gefühl stresst, permanent Bewerbung schreiben zu müssen und dann doch eine Absage zu bekommen. Deswegen gilt nach wie vor, Arbeitszeitverkürzung ist ein wichtiges Mittel, um die vorhandene Erwerbsarbeit gerechter zu verteilen, zwischen Beschäftigten und zwischen Langzeiterwerbslosen, aber auch um die Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern gerechter zu verteilen. Wir sind stark geworden im Kampf gegen Hartz IV und heute muss es ganz klar heißen, wir machen auch nach 10 Jahren Erfahrung mit Hartz IV keinen Frieden damit. Ganz im Gegenteil, je länger wir die Auswirkungen dafür sehen, umso mehr fühle ich mich darin bestärkt, wie richtig es war, von Anfang an dagegen vorzugehen. Wir sagen aber nicht einfach nur, was wir weghaben wollen, sondern auch, was wir stattdessen wollen. Und deswegen lautet der dritte Schwerpunkt Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV. Und das aus aktuellen Anlass, also ohne jetzt euch zu sehr mit Details zu langweilen, es gibt ja jetzt das Vorhaben einer sogenannten SGB II-Verwaltungsvereinfachungsreform. Das ist wahrscheinlich eher eine Verwaltungsverschärfungsreform. Aber das Bemerkenswerte ist, da hat die Regierung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, da waren viele beteiligt, die haben das zentrale Gesetzesvorhaben jetzt zur Reform von Hartz IV vorbereitet. Wer war nicht dabei? Die Opposition, Gewerkschaften und Erwerbslose.
mussten draußen vorbleiben. Und ich finde, das ist schon bezeichnend für das Politikverständnis auch der jetzigen Regierung. Wir meinen, wenn es um Hartz IV geht, dann gehört die Expertise der Betroffenen mit an einen Tisch. Wir sagen, wir machen nicht nur für erwerbslose Politik, sondern man muss es mit ihnen gemeinsam machen. Und viertens, Wohnen und Energie müssen bezahlbar sein. Ich weiß, das ist ein großes Thema hier in Berlin und ich weiß auch, Katrin, dass da schon richtig viel dazu gelaufen ist. Das ist ganz klar. Das wird auch übrigens jetzt in vielen Wahlkämpfen, die anstehen, sei es Bürgermeisterwahlkämpfen oder in Hamburg und Bremen, ein zentraler Punkt sein. Wir sagen immer, Wohnungen sind zum Wohnen da und nicht zum Spekulieren. Fünftens, es geht um mehr Personal in Pflege, Gesundheit und Bildung. Es gibt viele Bereiche, wo vor allen Dingen im Pflegebereich das besonders zu sehen, wo Arbeit in diesem Bereich bedeutet Arbeit im Minutentakt. Du kannst aber Arbeit am Menschen nicht handhaben wie Arbeit am Fließband. Dann kommt der Mensch unter die Räder. Und deswegen ist unser Ruf nach mehr Personal auch ein Ruf danach, die Care-Arbeit anders zu organisieren und anders anzulegen, weil der Mensch darf nicht unter die Räder kommen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das war ein kleiner Ausblick auf zwei Arbeitsschwerpunkte von uns. Wir gehen nun mit großen Schritten auf die Adventszeit zu. Das ist ja immer eine gute Zeit, um auch mal der Partei ein Geschenk zu machen. Ich habe auch schon eine Idee dafür. Und zwar, wie wäre es mit einem neu geworbenen Mitglied bis Ende des Jahres? Also mein Heimatstadtverband Dresden hat dieses Jahr 52 Neuantritte bisher gehabt. Vielleicht kann man unter den Bezirken ja so eine Art Wettbewerb ausrufen, das zu toppen. Vielleicht habt ihr es sogar schon, weiß ich nicht, aber dann kann man ja noch einen drauflegen. Ich will nur sagen, wer Mitglieder für die Linke wirbt, hat gute Argumente auf seiner Seite. Ich will von den vielen guten Argumenten nur ganz wenige nennen. Zum einen, wir leisten eine wichtige Aufklärungsarbeit in dieser Gesellschaft. Zum Beispiel über die Machenschaften der Rüstungslobby. Ich sage immer, das, was Edward Snowden für die NSA ist, das ist die Linke gewissermaßen für die Rüstungslobby, weil wir über deren Geschäfte aufklären. Wir leisten aber auch wichtige Aufklärungsarbeit, wenn es um soziale Katastrophen in diesem Land geht. In einem berühmten Stück von Brecht heißt es, doch die im Dunkeln sieht man nicht. Und ja, es gibt stille soziale Katastrophen in diesem Land, Stromsperren. Es gibt sogar Haushalte, denen wird komplettes Wasser abgedreht. Und das im Jahr 2014, also nicht im Mittelalter. Wir als Linke haben immer wieder darauf hingewiesen und auf dieses Problem deutlich gemacht und Alternativvorschläge vorgeschlagen. Und deswegen, glaube ich, erfüllen wir eine wichtige sozialpolitische Funktion in diesem Land. Und wenn die Mächtigen in diesem Land die Welt verscherbeln wollen, zum Beispiel indem sie über Freihandelsabkommen wie das TTIP verhandeln, dann leisten wir als Linke Widerstand. Auch das ist eine wichtige Aufgabe, die wir erledigen. Wir sind aber nicht nur da, um Alarm zu schlagen, sondern wir haben auch immer wieder wichtige Alternativen ins Gespräch gebracht. Die Mindestrente, den ticketfreien ÖPNV, Debatten um Mindestsicherung oder Grundeinkommen, Arbeitszeitverkürzung. Das sind wichtige Anregungen, die wir gebracht haben. Und so manches, was wir vorgeschlagen haben, wie zum Beispiel das Elterngeld Plus, ist dann mit einer gewissen Verzögerung, das muss man eingestehen, aber ist am Ende umgesetzt worden von der Regierung. Und deswegen sage ich, lasst uns das weitersagen. Wer bei der Linken mitmacht, der kann Konkretes bewirken und vor allen Dingen kann er mitmachen bei großen gesellschaftlichen Aufgaben, die anstehen. Lasst uns das weitersagen. Das heutige Jubiläum war für mich auch Anlass, mir nochmal die Mitschnitte anzusehen von der wahrscheinlich größten Kundgebung, die die DDR jemals erleben durfte. Die Demo, die Kundgebung am 4.11. auf dem Alexanderplatz. Und mich hat sehr berührt die Rede von Friedrich Schorlemmer, der sehr klar sagte, wir erwarten, dass die Verantwortlichen Verantwortung übernehmen. Aber trauen wir auch jedem eine Wandlung zu? Und er warnte vor, Zitat, Stimmen der Vergeltung. Schon damals bekam er für diese Aussage einen enormen Applaus bei der Kundgebung. Und die Kameras, die in die Kundgebung hineinschwenkten, zeigten, dass es enorme Zustimmung auf den Gesichtern gibt. Und ich finde, so manche Wortmeldung anlässlich des heutigen Jubiläums ist hinter diesem großen Geist des Aufbruches zurückgeblieben.
Wir waren als Bundestagsfraktion und als Linke gut beraten, Gelassenheit als Ratgeber zu nehmen und nicht jede Beleidigung mit entsprechender Münze zurückzuzahlen. Mich hat berührt, was gestern in Dresden eine Genossin zu mir gesagt hat. Sie hat ihren Enkeln oft Kindergeschichten vorgelesen vom Drachen und meinte, Drachen sind stark und ihr Nachwuchs vermehrt sich und er hat eine Zukunft. Insofern hat so manche Beschimpfung vielleicht auch was, wenn man sie ernst nimmt, am Ende was Positives für uns. Auf dieser Kundgebung sprach auch einer der bekanntesten Berliner, Gregor Gysi. Gregor sagte, er wünsche sich für die Zukunft zwei Dinge. Oder für den Sozialismus, für den zukünftigen Sozialismus zwei Dinge. Erstens, dass jeder ein Telefon hat. Diesen Wunsch, kann man sagen, ist umgesetzt. Und dann sagt er, er wünscht sich aber auch, dass der Satz, das möchte ich dir lieber nicht am Telefon sagen, der Geschichte angehört. Angesichts der Überwachungsskandale durch NSA, der ans Licht gekommenen Komplizenschaft der deutschen Geheimdienste mit dem NSA, muss man auch am heutigen Tag sagen, viele der Hoffnungen, die damals Menschen auf die Straße trieben, warten immer noch darauf, eingelöst zu werden. Und insofern ist der heutige Tag für mich auch ein Tag daran zu erinnern, dass es noch viel zu tun gibt im Sinne Verwirklichung von Demokratie, Freiheit und Sozialismus. Vielen Dank.